Hallo und willkommen zurück zu Legends of Eisenwald. Und jetzt werde ich hier noch Schützen anheuern, auch wenn die teuer sind. Und hoffentlich werde ich dann mit denen da noch ein bisschen den ausschlaggebenden Unterschied machen können. Das ist natürlich jetzt auch schon eine brutale Investition. Wache. Da ist der Verrückte. Den kriegen wir so nicht kaputt, aber wir könnten uns auf die beiden hier quasi einschießen, dass wir die kaputt machen. Ich muss mal gucken, wie viel Schaden die Bogenschützen an denen machen. Ach, die schießen jetzt sogar auf die eigenen. Okay. Das wäre sogar sehr gut. Damit könnte ich die einfach wegopfern. Ich meine, die werde ich dann einfach danach wieder rauswerfen. Ist mir ja ziemlich egal. Oh. Habe ich jetzt nicht gespeichert oder was? Anscheinend nicht. Dahin. Der kommt damit als erstes ran. Dann stecken wir dem wieder hier diese Schadensausrüstung zu. Und die, das kann er auch haben. Verteidigung wollen wir nicht. Der da. Und einen Bogen. Da muss ich dran denken, dass ich das wieder wegnehme. Okay. Stürmen wir die Burg. Hoffentlich. Wenn wir den aber umgebasht bekommen,
jetzt nochmal so. Und dann machen wir hier das erste Mal gebaut. Das war der mit einem guten Bogen, glaube ich. 22, den kriegen wir auch nicht tot. Lass mal wen anders vorlaufen. Den da. Nur 20. Warten wir auch ab. Zehn. Der darf auf keinen Fall nach oben laufen, also wäre das eigentlich schon eine Option. Der hätte genug Schaden gehabt, okay. Mist. Hätte ich den Schützen auf ihn anders schicken müssen. Jetzt. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt noch genug Mana habe, um dann wir machen auf jeden Fall den zuerst kaputt. Ja, genau, der geht nämlich nicht mehr. Aber der ginge. Damit würde der die beiden sterben. Machen wir das so. Nee, es hat zu wenig gemacht. Na, das muss man anders machen, aber. Das läuft auf jeden Fall ordentlich. Oh, ich musste nur hochscrollen. Okay. Okay, nochmal. Den da 50. Von unten. Und
Abwarten. Ja, der geht drauf. Der kann da so nichts machen, nichts Sinnvolles. Der auch nicht. Das war nicht sinnvoll. Wir könnten anfangen, auf den zu schießen. Ja, wir versuchen uns hier unten durchzuboxen. Der machte diese 27 Schaden. Oh, brauchten wir gar nicht. Einfach zu viel. Okay. Aua, mittelschwer betäubt. Dann könnte man nicht nochmal. Machen wir das anders. Wer ist der Nächste? Der da? Okay. Shit. Hört sich, damit wäre der kaputt. Schütze könnte aber natürlich trotzdem angreifen. Der will greifen, aber der hat nur noch an diese 1. Na, das würde auch reichen, weil er allein zweimal angreift. 44. Machen wir das so. Er kann leider nichts, weil er eingesifft ist. Das ist das letzte Sinnvolle, was der machen kann, quasi. Ja, wir prügeln den. Na, ist eigentlich egal jetzt. Wir könnten damit noch Schaden vermeiden. Dann machen wir das. Okay.
Damit würde der brutal anfangen, Schaden zu machen. Genauso wie der andere Typ jetzt. Heilen werden wir die drei trotzdem müssen. Das wird auch teuer. Ne, die drei nicht. Den kann man entfernen und den auch. Ja. Den müssen wir, brauchen wir eigentlich nicht. Ich versuch's mal ohne. Also der kriegt auf jeden Fall Landjunker. Der hatte den Vorteil, dass er jetzt eine mittelschwere Rüstung tragen könnte. Aber wir nehmen Damage. So. Das war die mehr oder weniger, ja, die war nicht so super toll. Oh, da hat man noch was. Den kann ich eigentlich schon feuern. Ich speichere hier aber. Achso, da müsste ich den auch erst noch ausziehen. Speichern. Ja, brauchen wir nicht feuern. Gehen wir jetzt mal hier rein. Das sind aber. Oh, das sind jetzt, das ist jetzt die Gruppe davor gewesen. Der da ist zuerst und der wird vermutlich auch nicht nett werden. Ich habe natürlich meine Schwachen jetzt außen stehen und also das macht alles gar keinen Sinn, wie ich meine Leute stehen habe. Das so. Dann fügen wir dem direkt mal ordentlich Schmerzen zu. Wir müssen den ja aber quasi töten. Warten wir mit dem mal ab. 23, der reicht noch nicht. Der macht nur 10. 18, 10. Der reicht alleine schon, um den zu töten, hatten wir. Machen wir das auch so. Stelle ich den oben einzeln ab. Die sind sowieso nur toter Tant. So, dann versuchen wir von unten rein zu rushen. Wenn ich das nach oben hin blockiere,
dann müssten die restlichen Leute unten rumlaufen können und die Schützen angreifen. Das hatte ich aber jetzt anders in Erinnerung. Ach, weil ich dem dieses eine Dings eben gegeben hatte. Konterhaltung. Wer jetzt? Der, okay. Nur. Ist zu wenig. Sechzehn ist auch zu wenig. Ja, es war auf jeden Fall ein Fehler. Ich hätte den hier direkt diesen Debuff geben soll. Oder wir heilen den einmal, dann müsste der als erstes dran sein. Fährt die Konterhaltung, deshalb ist das so. Wenn wir denen den Debuff geben, dann kriegt er nicht nur nicht die Konterhaltung, sondern auch noch den Debuff. Ja, das ist zu viel. Dann machen wir das so. Zur Not müsste ich den nach oben stellen. Greifen wir jetzt aber hier den an. Oh. 69. Er hat 70. Scheiße. Aber den Weg hin und her laufen, das kostet halt auch Zeit. Moment. Das ist nur Verteidigung. Hat man nichts mit dem Angriff? Ach klar, doch klar, der hatte das ja alles. Der kämpft aber nicht mit. Dann können wir dem die Sachen ja wieder klauen. Und das natürlich beim Bogenschützen genauso. Das hätte ich natürlich vorher dran denken können. Das macht die ganze Sache ein klein wenig simpler. Verteidigungswert, weg damit.
Willenskraft. Ja gut, das jetzt kommt, der kann das sowieso nicht mehr nehmen. Wobei dieses Fernkraftding, Fernkampf, Fernangriffskraftschutzding brauchen wir eigentlich nicht. Nicht auf dem. Ah, oder? Nehme ich mal. Ja, dann haben wir den ganzen Grütz halt da drauf. So.35 Schaden. Ein guter Anfang. Ja, das hätte ich auf wen anders schießen müssen, und zwar auf den unteren. Wenn der jetzt sowieso zerplatzt in 1000 Stücke, dann... braucht man das so nicht. Wir können den natürlich auch einfach mal tun lassen. Mal gucken. Ach nee, da war... okay. Aber vielleicht ist das trotzdem besser. Oh. 22. Gucken wir mal, wie viel Schaden wir jetzt an dem kriegen. 30. Sind das zu wenig? Aber die anderen kommen da natürlich jetzt nicht hin. Ja. 16. Mist. 28. 29. Ups. Ja, das hat nicht funktioniert. Ja, dann... dann zerbröseln wir den halt direkt. Ah, okay. Also, du weg. Schön. Der wird sofort zerstört. Der wäre dann auch tot. Und dann müssten die anderen direkt zu den Schützen laufen können, weil da unten ein Weg frei ist. Außer der. Hilft ja nichts. Ach, scheiße. Er hätte da einfach stehen bleiben müssen, um den anderen Weg zu blockieren.
Also, hier unten. Bams. Kann sein, dass der jetzt hops geht. Der kommt erst in einer ganzen Weile wieder dran, also hallen wir hier mal hoch, sparen noch ein bisschen Kosten. Das war nicht so clever. Ach, und der kann nur den angreifen. Ach, scheiße. Ja, das war dumm. Machen wir mal so. Der Armbrustschütze, der wird natürlich jetzt so oder so den kaputt schießen. Es reicht nicht, um den zu töten. Und das hat jetzt auch nichts gebracht. Das war auch sinnlos. Das habe ich eben auch schon so gemacht. Das war genauso schon falsch. Machen wir dieses Mal ein bisschen anders.
Na, er kriegt wahrscheinlich so viel Schaden, dass er daran krepiert. Da wäre der dann dran, der würde den Tod schießen. Dann machen wir das anders. Wenn der Nahkämpfer in Pariermodus geht, dann kann ich das ja ausnutzen, indem ich ihn einfach nicht angreife. Und was wir dann machen, ist, den da zu zerstören. Der steht natürlich jetzt da unnütz rum. Der müsste eigentlich von unten reingelaufen kommen gleich. Also stellen wir den nach unten. Also nach links. Ich lasse es mal so stehen, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Überlebe es, überlebe es, überlebe es. Ja. Der ist jetzt trotzdem gleich dran. Und der ist jetzt sowas von tot. Ja, das nutzt wieder nichts. Das ist wieder der scheiß Armbrustschütze, der mich da platt macht. Und wieder mal komme ich da nicht hin. Wobei meine Leute natürlich auch nicht gerade gesund sind. Okay.
Beide haben Konterhaltung drauf. Da eigentlich gleich in den Tod laufen, das ist das Problem. Erstmal wird der erschossen. Shit, shit, ja. Ich glaube, das nutzt alles nichts. Ich muss den einen quasi opfern. Den. Noch was anderes. Er hat jetzt Verteidigungsdings. Den müssten wir in die Mitte gestellt haben, damit der da reingeht. Können den natürlich auch einfach mal heilen. Wäre ja auch mal was. Scharfschützenhaltung. Ob das so gut war? Hm. 17. Der hat jetzt Konterhaltung angemacht. Ja, es war der. Da habe ich natürlich genau den Falschen angegriffen. Vierzehner und Elfer austauschen. So. Nächste Runde. Von unten.
30. Dann hätten wir den noch. Und dann hätten wir den kaputt geknüppelt. Der hat die Konterhaltung drin. 13, das reicht nicht. Verdammter Mist. Aua. Schaden, Arsch. Aber das ist katastrophal, wie ich hier kämpfe. Das muss wesentlich besser gehen. Aber es sind halt wieder die kleinen Scheißer, die da hinten stehen, die mir das Leben schwer machen. Mal vielleicht doch, dass wir oben rum vorbeikommen. Müssten wir aber den ja zerstören. Beziehungsweise die beiden. Ja, machen wir das nochmal. Mal so rum. Damit wäre der schon weg. Zweiundzwanzig Schaden macht er da nur. Macht nur Nahkampfangriffe weniger. Die haben da ein extremes Problem, weil die unten reinlaufen müssen. Das nutzt nichts. Wir
schieße jetzt den nächsten tot. Müssen wir oder ich fange mal anders mit dem Kampf an, dass ich den einen direkt in die Sperrtypen wieder reinschicke. Unten da rein. Den nach vorne stelle. Ist aber noch in Ordnung. Der wäre jetzt dran. 43 Schaden würde das machen. Das würde den nicht töten. Passt natürlich ganz genau nichts. Und der steht da oben extrem doof. Optimal ist es in keinem Fall. Der da oben geht nämlich dann auch hops. Wie kann ich den jetzt am besten retten? Der schießt aber, glaube ich, sowieso. Ich mach den mal kaputt. Ah, Sieg, sehr schön. Endlich geschafft. So, auch meins.
Na, nicht ganz, aber fast. Angriff beginnen! Auf den 22. Nochmal. Der steht natürlich hier sehr günstig. Wenn wir den aber auf die andere Seite packen, dann reicht es immer noch nicht. Weil der macht so viel Schaden, den ziehen wir da jetzt wieder weg. Oh! Parieren! Ja, den müssen wir einfach woanders hinsetzen und dann räumen wir die ab. Das ist aber kein Ding. Wobei der natürlich auch sehr wenig hat. Das war vielleicht auch nicht das Klügste. Er hat Konterhaltung angefangen. Na, ist nicht so cool. Muss da quasi in den Tod laufen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn ich den verzögere. Ich meine, der Bogenschütze, der kann eigentlich auch nicht viel Schaden machen. Ich muss bloß meinen Angeschlagensten am weitesten wegstellen. Dann mache ich den anderen auf. Hier den. Jetzt echt gar nichts, fällt deshalb immer tot um. Müssen wir also einen Bogenschützen machen, oder? Ich glaube, das ist sogar besser. Ich gehe erstmal heilen. Ich guck mal gerade, was in der Burg war. Da sind auch wieder drei Schützen drin. Aber der steht sehr offen. Wir müssten also eigentlich nur den hier kaputt bekommen. Und dann wären wir fast dran. Ups. Eigentlich wollte ich. Na, ist egal. Ja. Wenn wir den da zerschmettern, dann können wir sofort zwei von denen wegpusten. Da müsste man einfach von der Seite ran und einmal schießen. Ja, das dürfte gehen. Die Frage ist, wie viele soll ich jetzt dafür heilen? Okay, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und dann schauen wir erstmal, dass die Leute heilen. Bis denn!